Im letzten Video haben wir uns mit dem zerstörten Arschgeweih und der Frage befasst, ob man für ein vernichtetes Tattoo Ersatz verlangen kann. Der heute zu behandelnde Fall wäre vielleicht ein besseres Schulbeispiel gewesen. Vielleicht gucken Sie sich das letzte Video nochmal an, wenn Sie diesen hier gesehen haben. Es geht heute um Verbrennungen am Gesäß, die beim Einsatz eines Elektrokauters entstehen können. Gestatten, mein Name ist Ziegler, Dr. Hans-Bernd Ziegler, Patientenanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht. Bei Operationen werden oft Elektrokauter eingesetzt statt eines Skalpells. Das hat den Vorteil, dass man zwar auch schneiden kann, aber dass gleichzeitig mit dem Einsatz des Elektrokauters, einem hochfrequenten Chirurgiegerät, Gefäße verschlossen werden können. Allerdings ist das nicht ganz ungefährlich. Es können bei dem Einsatz dieses Gerätes eben auch durch Kriechströme Verbrennungen entstehen, die den Patienten schädigen. Kann er dafür Ersatz verlangen? Ein solcher Fall wurde zunächst vom OLG Hamm entschieden und später dann vom BGH. Wir haben auch einen solchen Fall jetzt in unsere Kanzlei bekommen und wollen anhand dieses Falles das Problem noch einmal deutlich machen. Meine Assistentin und Referendarin, Frau Juncker, wird ihn jetzt vorlesen. Am 7.7.2023 telefoniere ich mit Herrn K. Er erklärt mir folgenden Sachverhalt. Ich hatte im Juni 2020 eine Bypass-Operation in Leipzig. Bei dieser Operation sind mir drei Bypässe eingesetzt worden. Im Aufwachraum habe ich dann festgestellt, dass ich eine Wunde im Gesäßbereich hatte, obwohl ich durch die schwere Operation noch ziemlich benommen war. Mich hat gewundert, dass der Chefarzt im Anschluss daran jeden Tag bei mir auf dem Zimmer war. Er hat mich auch auf die Wunde hingewiesen, hat aber nicht gesagt, woher sie kommt. Letztlich habe ich dann kein Empfinden am Gesäß mehr gehabt. Ich wurde in eine Reha verlegt, wo man dann eine Neurodermitis im fraglichen Bereich diagnostiziert hat. Tatsächlich war es das aber nicht, sondern es ist zu einer Verbrennung während der Bypass-Operation im Gesäßbereich auf dem Operationstisch gekommen. Solche Verbrennungen entstehen bei Arbeiten mit Elektrokautern, wenn Gefäße elektrokoaguliert werden. Als ich aus der Reha nach Hause entlassen worden bin, hat sich der Pflegedienst zunächst mehrere Wochen um die Wunde gekümmert, konnte die Situation aber nicht verbessern. Ich bin dann wegen einer anderen Sache in die Klinik nach Kassel gekommen, die sich auch um die Wunde gekümmert hat. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Arztbrief. Dort heißt es beispielsweise auf Seite 3. Hier entleerten sich ca. 100 Milliliter Eiter. Das Gewebe zeigte sich grau verfärbt, avital und übelriechend. Die Infektion ging bis zum Sacrum und es bestand ein Hautdefekt von ca. 7 x 7 cm. In Kassel musste ich mich zahlreichen Folgeoperationen, insbesondere in diesem Bereich, unterziehen. Die Behandlung hat sich über Monate hingezogen. Ich sollte in eine geriatrische Reha oder in ein Pflegeheim überwiesen werden, obwohl ich erst 57 Jahre alt bin. Dazu ist es aber letztlich nicht gekommen. Ich bin nach Hause entlassen worden und wurde hier von Freunden und Bekannten 24 Stunden am Tag umsorgt. Allerdings bin ich arbeitsunfähig. Ich möchte jetzt wissen, ob ich mit Aussicht auf Erfolg gegen die Klinik in Leipzig vorgehen kann und bitte diesbezüglich um anwaltlichen Rat. Bis 2016 wäre unser Mandant wohl leer ausgegangen, weil die bis dahin herrschende Auffassung in der Literatur und Rechtsprechung, OLG Hamm, einen Anspruch abgelehnt haben. Das Auftreten von Verbrennungen bei der Anwendung von Hochfrequenz-Chirurgiegeräten stellt danach auch kein voll beherrschbares Risiko dar. Denn auch bei Anwendung aller Sicherheitsvorkehrungen ist es nicht stets vermeidbar, dass es während der OP zu Flüssigkeitsansammlungen, etwa durch Schweiß, kommen kann. Im Rahmen des Eingriffs ist es meist nicht mehr möglich, den steril abgedeckten Patienten auf solche Flüssigkeitsansammlungen hin zu kontrollieren und Verbrennungen des Patienten durch Kriechströme stets zu vermeiden. Das OLG hat den geltend gemachten Schadensersatzanspruch zurückgewiesen und hat die Auffassung vertreten, dass die Verletzung am Gesäß schicksalhaft entstanden wäre. Diese Entscheidung hat der BGH dann aufgehoben und Ersatz zugesprochen.
Kann das Risiko von Verbrennung durch atypischen Stromabfluss bei einer Operation unter Verwendung eines Hochfrequenzgerätes nach Angaben des Sachverständigen dadurch verhindert werden, dass der Patient auf einer dauerhaft nicht leitfähig bleibenden Unterlage gelagert wird? Handelt es sich um ein voll beherrschbares Risiko? Kommt es zu einer Verbrennung, hat die Behandlungsseite zu beweisen, alle erforderlichen organisatorischen und technischen Voraussetzungen ergriffen zu haben, um dieses Risiko zu vermeiden. Es entlastet die Behandlungsseite nicht, dass Feuchtigkeitsansammlungen unter dem Patienten während der Operation in der Regel nicht festgestellt werden können. BGH vom 26.09.2017. Strom sucht sich immer den kürzesten Weg und den geringsten Widerstand. Deshalb kann es durch Kriechströme, wenn man Schweiß am Körper hat oder andere Körperflüssigkeiten in Rede stehen oder Spülflüssigkeiten, sich Verbrennungen holen, die durch diese Kriechströme hervorgerufen werden. Das ist aber nach der neuen BGH-Entscheidung klar zu verhindern. Man muss eben einfach den Patienten trocken lagern, muss Gelmatten unterlegen, die nicht leitfähig sind, und dann kann nichts passieren. Wenn das nicht geschieht, dann haftet der Arzt, und insbesondere wird auch die Beweislast wegen des vollbeherrschbaren Risikos umgekehrt, und der Arzt muss darlegen und beweisen, dass die Verbrennungen am Gesäß nicht durch den Strom hervorgerufen worden sind. Das wird ihm nicht gelingen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, und vielen Dank auch meiner Referendarin Frau Juncker.